Die Situation in Salzburg ist dramatisch. Zunächst mal die Frage auch an Sie, wie ist bei Ihnen die Situation an Ihrem Krankenhaus? Unser Krankenhaus ist eigentlich sehr stabil. Interessanterweise haben wir von letzter Woche auf die diesjährige, also auf die, diese Woche eine Abnahme der Corona-Intensivpatienten von 6 auf 3 Patienten und auch eine Abnahme der Spitalspatienten in Isolation. Ist schwer zu erklären, aber möglicherweise hängt es damit zusammen, dass das Oberland, das Tiroler Oberland, war ja von der ersten Pandemiewelle heftig betroffen und möglicherweise haben viele Menschen sowas wie eine Immunität, also einen stillen Infekt durchgemacht, vor allem Jüngere, die ältere Bevölkerung ist gut geimpft. Und das mag eine Rolle spielen, dass wir eigentlich im Vergleich zu Ostösterreich jetzt weniger Patienten im Krankenhaus haben. Jetzt bin ich immer wieder ein bisschen verwirrt, Herr Professor, wenn ich die AGES-Zahlen sehe und wenn ich dann die Berichte aus den Krankenhäusern höre, beziehungsweise auch mit Intensivmediziner und Medizinerinnen aus dem Bekanntenkreis spreche, weil laut AGES-Zahlen ist die Auslastung in Oberösterreich bei 29%, Salzburg 23% auf den Intensivstationen. Wie ist das zu erklären? Haben Sie da eine Idee, wie das zustande kommt? Sie haben die Zahlen ja schon selber kritisiert in einem Interview am Anfang letzten Jahres. Wenn wir Oberösterreich jetzt hernehmen, da habe ich heute mit einem guten Freund und Kollegen gesprochen, der auch Intensivkoordinator ist für die Corona-Patienten. Die haben erst 50% Corona-Patienten im Spital gehabt. Er hatte noch ein Intensivbett und es waren noch 5 Patienten, die auf einer Isolierstation am Rande der Dekompensation waren. Das heißt, da hat man schon eine Triage-Situation und die AGES meldet 43% der Intensivbettenkapazität als frei. Also woher diese Zahlen kommen, ich kann es Ihnen nicht sagen, aber ich kann Ihnen sagen, dass die Intensivkoordinatoren in den Bundesländern sicher die Zahlen richtig weiterleiten an die jeweiligen Landesbehörden. Aber von dort die Meldung an die AGES, da muss was schieflaufen. Und ich habe diesbezüglich heute mit dem Professor Ostermann vom GÖK gesprochen und er hat gesagt, diese AGES-Meldungen, die kehren runter von der Homepage, weil sie hinten und vorne nicht stimmen, aber wir wissen nicht warum. Das ist ein bisschen wie stille Post, kann man sich das vorstellen. Und in dem Fall ist es natürlich das dramatische Auswirkungen. Warum können die Intensivstationen nicht direkt an die AGES melden? Warum muss das so einen Umweg nehmen? Ich meine, bei der AGES wird es ja irgendjemanden geben, davon gehe ich aus, wenn ich das jetzt so naiv sagen darf, der addieren kann und der einfach die Zahlen zusammenrechnet. Also bei der AGES kann sicher nichts dafür, weil die bekommt die Zahlen und muss sie dann auf die Homepage stellen. Warum so etwas in dieser Art und Weise passiert, da müssen es die Politiker fragen. Ich habe keine Ahnung. Aber gerade Gegner der Maßnahmen und vor allem auch jene, die sich massiv gegen die Impfung wehren, die nehmen diese Zahlen immer wieder auch als Argument, dass das alles nicht so schlimm wäre. Im Gegensatz ist es aber sehr schlimm, oder? So ist es. Und ich glaube überhaupt, wenn man die Kommunikation der Politik in den letzten Tagen beobachtet hat, wie zum Beispiel der Landeshauptmann von Salzburg die Warnungen von Epidemiologen und Virologen eigentlich, muss man sagen, geringschätzig und mit geringschätzigen Bemerkungen abgetan hat. Und wir sehen ja jetzt, wo wir heute sind, da kann ich nur sagen, das ist einfach ein Wahnsinn an Kommunikationsfehlern, die man da macht. Was ich so besonders dramatisch finde, ist, ich habe heute auf Ö1 auch eine Diskussion gehört, wo verschiedene Vorschläge gekommen sind, wo auch Menschen aus der Medizin oder Pflegepersonal oder eine Pflegerin schon sehr verzweifelt ist, weil sie gesagt hat, sie ist eigentlich eine OP-Schwester, muss aber dann vielleicht demnächst auf der Intensivmedizin Dienst tun, obwohl sie dafür gar nicht ausgebildet ist. Ja? Und dann gibt es dann fast schon Aussagen, dass sagt, okay, die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, die sollen dann halt wirklich auch unterschreiben vorher, dass sie dann auch nicht behandelt werden wollen im Krankenhaus. Ich weiß, Sie als Mediziner können das nicht gutheißen, das ist mir schon völlig klar, das widerspricht auch dem Hippokratischen Eid, aber verstehen Sie die Verzweiflung dieser Menschen, dass es dann zu solchen Aussagen kommt, die natürlich auch nicht gut ankommen? Diese Aussagen verstehe ich vollkommen und ich kann nur sagen, vor allen Dingen das Pflegepersonal auf Normalstationen, also Isolierstationen, aber auch auf der Intensivstation, leistet seit 2 Jahren Gigantisches. Das kann man zum Beispiel nicht vergleichen mit meiner Tätigkeit. Ich mache in der Früh die Visite, wenn es Probleme gibt, untertags. Ich schaue immer wieder zu bestimmten Patienten, die mir Sorgen machen, hin. Und ich mache am Nachmittag oder am Abend eine Visite. Aber die Pflegepersonen sind wirklich die ganze Zeit dort. Sie arbeiten mit Schutzanzügen, sie arbeiten unter wirklich extrem belastenden Bedingungen. Und da verstehe ich solche Aussagen natürlich. Wie ist denn der Unterschied zwischen geimpften und ungeimpften Personen?
Es ist jetzt unterschiedlich. Also bei uns, wir haben jetzt ein paar Patienten gehabt mit Durchbruchsinfektionen, wobei ich sagen muss, alle hatten schwere Vorerkrankungen und alle waren mit Vektorimpfstoffen geimpft, die nachweislich gegen die Delta-Variante weniger gut wirken wie die Messenger-RNA-Impfstoffe. Wie geht es Ihnen eigentlich persönlich? Professor Wenisch hat ja vor kurzem erzählt, das ist wahrscheinlich der Intensivmediziner, glaube ich mal, der fast die meisten Patienten und Patientinnen in Österreich behandelt hat. Und der hat Morddrohungen bekommen, weil er halt massiv für die Impfung eintritt. Auf der anderen Seite muss man das nicht auch verstehen, wenn der ein Jahr lang täglich um das Menschenleben der Menschen kämpft, diesen Kampf auch immer wieder verliert und dann gibt es endlich eine Impfung, dass der sich dann dementsprechend freut wie bei einem Fußballtor mit einer Jubelpose. Ist das aus Ihrer Sicht nachvollziehbar oder muss man da halt Rücksicht nehmen auch auf jene, die halt sich nicht so gut auskennen? Also persönlich kann ich nur sagen, ich glaube, da muss man jetzt nicht Rücksicht nehmen. Ich will Ihnen nur sagen, was ich für E-Mails bekomme. Zum Beispiel habe ich schon 2 E-Mails bekommen, wo mir Leute geschrieben haben, dass sie sich fragen, warum sollen sie sich impfen lassen? Sie sind ja jung und gesund und erkranken tun ja sowieso nur ältere Menschen mit Vorerkrankungen. Und das zeigt einfach, das ist ein Indikator für diese Vollkasko-Mentalität, die in der Bevölkerung teilweise herrscht, die aber auch Politiker verschuldet haben, weil man den Leuten immer gesagt hat, so quasi, nehmt euch, was euch zusteht. Die Gesellschaft ist gleich. Ihr seid die Wichtigsten als Personen. Und das geht halt in einer Solidargesellschaft nicht. Man vergisst immer, dass zum Beispiel die älteren, jetzt erkrankten Menschen mit ihren Solidarbeiträgen zum Sozialwesen zum Beispiel die Ausbildung dieser Leute bezahlt haben. Und die Tatsache, dass der mal E-Mail schreiben kann mit so einem Inhalt, fußt darauf, dass er in die Schule gehen hat können. Und das wird ja von irgendwoher finanziert. Also ich habe überhaupt kein Verständnis für solche Sachen. Und ich kann nur sagen, persönliche Freiheit endet dort, wo man die Freiheit anderer und die Gesundheit anderer einschränkt. Und daher bin ich auch für eine Impfpflicht in diesem Land gegen Corona. Aber nur so werden wir drüber kommen. Mir hat das immer vor kurzem jemand ganz spannend erklärt, weil ja wirklich mittlerweile es extrem viele Virologen in Österreich gibt. Ich glaube, 8 Millionen sind es mittlerweile diesbezüglich, wenn ich das jetzt einmal so salopp formulieren darf. Aber ein Freund von mir hat gesagt, dem Lionel Messi oder dem Ronaldo erkläre ich auch nicht, wie er Fußball zu spielen hat und wie Fußball funktioniert. Aber bei einem Virologen oder bei einem Mediziner glauben sich alle berufen zu fühlen, ihnen zu erklären, was das Virus alles kann oder nicht kann. Wie gehen Sie denn um mit all diesen Fake News teilweise? Ich nehme an, in Ihrem Bekanntenkreis gibt es ja auch Menschen, die sehr kritisch sind, sagen wir es mal so vornehm ausgedrückt. Ja, leider gibt es das auch. Ich versuche, dieses Thema zu vermeiden, aber natürlich der Kontakt zu diesen Menschen lässt mit der Zeit immer mehr nach. Ich glaube, das kennen wir alle.